wurde von einer weiteren Brutmutter kontaktiert. Rylot hat ihre große Brut aus dem Konflikt herausgehalten. Sie ist von dir beeindruckt und will ihre Brut zurück zum Schwarm bringen. Brutmutter Rylot, hör mir zu. Führe deine Brut auf Jotur 2. Dort produziert die Liga ihre neuesten Raumschiffe. Zerstöre diese Welt für den Schwarm. So soll es geschehen, meine Königin. Ja, servus, meine Jungs und Mädels, und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge StarCraft 2 Heart of the Swarm. Ja, nach dieser herzlosen Aktion von Kerrigan, die wieder einmal irgendeine Welt zerstört hat, machen wir mal wieder weiter hier. Wir können mal ein bisschen mit den Leuten mal quatschen. Erstmal, was sagst du, Koff? Gucken wir mal. Die Skygear-Station, das geheime Waffenlabor der Liga. Sie ist das Herz von Minsks Hybridenprogramm. Erzähl mir von den Hybriden. Eine Kombination der DNS von Zerg und Protoss. Etwas, das unmöglich sein sollte. Und diese Kreaturen folgen wirklich den Befehlen von Mengsk? Das glaubt er zumindest. Ich selbst bin da nicht so sicher. Ja, nicht so wirklich. Aber werden wir in der nächsten Mission erfahren. Was sagt Sagara? Dieser Ort ist sehr abgelegen. Trotzdem wird er so streng bewacht wie Kor'Hall selbst. Die Terraner müssen hier etwas sehr Wertvolles verstecken. Technologie dieser Größenordnung? Dazu sind Arcturus-Ingenieure nicht in der Lage. Vielleicht haben sie Hilfe von einer höheren Macht erhalten. Wenn es Antworten gibt, dann im Inneren. Ja, wer weiß. Was ich mich aber allerdings frage, wieso fliegen hier immer noch Flugzeuge rum, wenn da oben alles am Brennen ist? Komisch, oder? Naja, egal. Dieser Ort besteht aus Stein und Metall. Warum? Bist du nicht beeindruckt? Die Urzeug könnten so etwas nicht bauen. Ich brauche keine Mauern. Ich entwickle einen Panzer. Ich brauche keine Waffen. Ich entwickle Klauen. Mit Werkzeugen kann man etwas schaffen, das stärker ist als dein Panzer oder deine Klauen. Werkzeuge bleiben gleich. Ich sammle, ich entwickle mich. Da hat Kerrigan recht. Also irgendwann wird es auch Sachen geben, die selbst sein Panzer und seine Klauen den Chaos machen würden. Okay, wir gucken mal gerade in die Innovationsgrube. Hat Abatu noch was für uns? Ich glaube aber nicht. Nö, der hat nichts für uns. Das heißt, auf Wiedersehen, mach's gut, Abatur. Kerrigan, was sagt die? Die Essenzen der Urzerg-Anführer haben eine neue Säule und viele neue Fähigkeiten erweckt. Wenn die nächste Stufe... Ja, weiß ich ja, ist ja egal. So, okay, dann würde ich sagen, die nächste Mission... Die Vorhut deines Schwarms kontrolliert den Eingang zum Labor. Die Hybriden warten im Innern. Jagen wir sie zur Hölle. Okay, ja, die Hybriden sind nicht gerade sehr freundlich, sag ich mal. Aber werdet ihr gleich erfahren. Ich würde sagen, legen wir mal los mit der Mission. Beeil dich, ich habe einen Kampf zu führen. Ich muss dich vor dem Wesen warnen, das dieses Labor leitet, Dr. Narut. Ein uralter Gestaltenwandler, der im Laufe der Jahre viele Formen angenommen hat. Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Also ist er kein Terraner, Protoss? Er kann nicht Zerg sein, das wüsste ich. Nichts davon. Er ist der Diener eines uralten Xel'Naga namens Amon. Ich habe auf Zeros von Amon gehört. Er ist tot. Nun, seine Schöpfung lebt weiter. Narut ist die gefährlichste Kreatur, der du je begegnet bist. Und dort drin wirst du ihm gegenüberstehen. Wir sind drin. Kerrigan, in diesem Labor befindet sich die Krönung von Naruts Forschung. Hybriden. Sie sind die ultimative Waffe für die letzte Schlacht. Die Hybriden erwachen. Was geschieht mit dir? Er greift mich psionisch an.
schwächt mich. Bleibt stark. Töte den Hybriden oder wir sind alle dem Untergang geweiht. So, okay, das heißt, wir müssen den Hybriden kalt machen. So, erstmal sammeln wir hier meine Truppe. So, und bauen uns direkt ein paar Dingens hier. Erledigt ihn! Sofort! Ja, wir gucken. Achso, der ist da links. Achso. Ja, was du heute nicht kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das ist ein altes Sprichwort. Es ist Zeit. So, ich würde sagen, machen wir den Typen erstmal kalt. Achso, warte mal, wobei. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 4 Minuten haben wir noch Zeit. Ich würde sagen, wir bauen erstmal so ein bisschen. Genau, wir bauen erstmal direkt mal ein paar Einheiten so. Ist, glaube ich, erstmal besser. Gucken, wo wir dann halt auch direkt den zweiten Cluster gleich bauen können. Beim zweiten Cluster bist du immer besser dabei. So, hier, den holen wir auch mal da hinten hin. So, meine Zwerglinge können auch mal gerade hier hinlaufen. Ich werde Vergeltung. So, der kann mal gerade weiter wachsen. So, direkt mal auch eine Königin holen. Ja, nee. So, okay. Erstmal kurz ein bisschen Grund aufbauen hier. Dieser Planet gehört mir. Wir haben ja, wie gesagt, noch Zeit ein bisschen. Können auch mal ein bisschen Overlord vorschicken. Mal kurz gucken. Ja, gehen wir da hinten gucken gerade. So, wenn wir jetzt nur mal 2 Overlords direkt bauen. So, dann ist meine Königin noch gleich da. 3,5 Minuten noch. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Ich mache mir da jetzt keinen Stress. Großartig. Wo? Ach, da oben. Okay, da oben ist... Ah, okay. Hier oben ist der zweite Cluster, den ich gleich bauen kann. So, das heißt, da muss ich dann nachher als erstes hin. Du brauchst direkt mal einen Kriechertumor, bitte. Damit wir direkt mal hier alles aus Kriecher aufbauen können. So, okay, da unten sind auch wieder Einheiten. Dann gehen wir erstmal nach links. Rechts, würde ich sagen. So, und hier wieder Drohnen bauen. Wieder jede Menge Drohnen auf jeden Fall. Deine Königin lauscht. So, 3 Minuten noch. Wir lassen uns noch Zeit. Wir müssen uns jetzt nicht beeilen. Zeitlinge wieder Geburt. C, belebt 10 Zeitlinge ohne Kosten wieder. Bis alle Zeitlinge wieder belebt wurden. Ah, okay, alles klar. So, zack, wieder 4 Drohnen. Wir sind ja jetzt immer direkt 2, die Schule. Heißt, wir können auch direkt mal einen zweiten Dingens bauen, Vespingas. Und wir bauen auch direkt mal. Wir bauen direkt mal hier da Dingen. Jetzt den Namen vergessen, von dem, was ich da gerade gebaut habe. So, und direkt nochmal 2 von den Schaben. Ach, Schaben. Drohnen. Mensch. Du hältst nicht mehr lange durch. Die Hybriden müssen vernichtet werden. Naja, komm, wir gehen da mal hin. Jetzt hat er mich überzeugt. Jetzt machen wir mal kalt. Oh, der macht echt verdammt Damage. Verdammt viel Damage, der Kerl. Ah, kriegen wir schon hin. Mal heilen, stimmt, kann ich ja auch. Ganz vergessen. Ah, die sind ganz schön stark, die Typen. Aber die haben keine Chance. Der Hybrid ist tot. Aber es wird nicht der letzte gewesen sein. Wahrscheinlich, ne? Truppen der Liga bewegen sich auf den Schwarmcluster zu. Du bist hier nicht willkommen, Kerrigan. Na gut. So, wir bauen direkt mal hier meine Verteidigung Königin, auf. Ich habe überall im Labor aktive Psi-Signaturen von Hybriden festgestellt. Wir bauen hier Verteidigung direkt mal auf. So. Da kommen sie nämlich schon. Zack. 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 Direkt mal hier ein bisschen was aufbauen. Da wollen sie. Kommen sie langsam. Meine Drohnen. Sehr gut, sieht gut aus. So, Army kommt hier unten hin. So, und wir bauen auch direkt, genau, Hydralisten habe ich gebaut, stimmt. Okay, wir bauen aber trotzdem wieder auf jeden Fall hier unsere Drohnen. Ich bin der Schwarm. Wir heilen wieder voll. Dieser Planet auf jeden Fall, du bleibst bitte hier, meine liebe Königin. Du kannst mal, aber hier oben mal eben einfach mal einen Kriechertumor setzen. So, der eine, der hier unten lang wandert. Tötet sie alle. Ein Hybrid greift dich mit psionischer Energie an. Er muss eliminiert werden. Scheiße. Oder du wirst den Angriff nicht überleben. Wir haben meinen Kriechertumor da unten zerplatzen lassen. So wie der hier auch. So, wer greift mich dann an? Welcher? Der greift mich an. Okay, alles klar. Mach ich Bescheid. So, ich möchte aber gerne bitte...
Um Vespingas mit maximaler Effizienz abzubauen, benötigt es 3 Drohnen pro Extraktor. Dann muss ich die wieder neu ausschicken. Scheiße. Leider einen Fehler gemacht. So. Jetzt war noch dahin. So, jetzt haben wir es. Alles klar. So, ich möchte nämlich gerne. Genau. Die möchte ich nämlich gerne bauen. So, der baut sich mal aus hier. So, und ich will gleich gucken, dass ich auf jeden Fall auch Schwammhütte bauen kann. Verseuchergrube. Verseuchergrube, Evolutionskammer. Verseuchergrube? Die Verseuchergrube nochmal. Ach, die. Okay. Dann bauen wir die direkt auch, weil ich will euch mal Schwammhütte bauen. Für Verteidigung. Macht eure. So, und wir werden direkt mal. Wie viel haben wir? Wie kosten die nochmal? 100. Bauen wir nochmal gerade Hydralisken. Fuck, ich brauche Overlords. Machen wir nochmal 3 Stück. Reichen dann erstmal. So, alle mal hier unten hin. Außer meine Königin, du bleibst bitte da. Läuft ja immer mit, ne, die Alte. Muss sie ja gar nicht. Okay, du baust dich ja noch da. Das heißt, bau dich einfach mal noch da oben hin. So, 3 Minuten haben wir noch. Das schaffen wir schon. Ich, wie gesagt, jetzt erstmal. Oder ne, weißt du was? Wir machen ein paar Mutas. Ach, Vespingas. Fuck, ey. Jetzt kann ich auch Schwarmwirte bauen. Ach komm, weißt du was? Drauf geschissen. Wobei, ich könnte die ja eigentlich gerade eben. Ah ne, Hydralistenbau brauchst dafür. Okay. Egal, komm, dann gehen wir mal hier durch. Was du heute kannst, du bauen. Nehmen wir gerade alles kalt, ey. Gerade heilen. So, ganz klar. So, geht mal hier hin, greift mal an, was ihr könnt. Dieser Planet gehört nicht mehr. Was ist mit dem los? Hört er das? Ah, ich habe hier die Verteidigung aufgebaut. Und außerdem habe ich ja noch meine Einheiten hier oben. Ich kann das mal gerade übernehmen. Ein Hybrid weniger. Jetzt kontrolliert so, der Schwarm diesen Bereich des Labors. Ja. Alle hier sammeln. So, okay. Wir bauen auf jeden Fall mal ein paar Schwarmwirte. Er baut doch mal schnell ab hier, was ist denn los? Okay, das heißt. Warte mal, wo ist meine Königin? Die Liga hat einen Brutalisten gefangen genommen. Wenn ich nahe genug herankomme, kann ich ihn kontrollieren. Heil mal hier das Ding gerade voll. Brutalisten. Wo hat sie die denn? Wo hat sie die denn? Hä? Ich weiß jetzt nicht, wo sie gerade meint. Rette die Brutalisten. Das ist ein Machtpunkt. Ja, wo sind die denn? Kann ich ja gerade gar nicht sehen. Na, ist egal. So, die halten das Ding da voll. So, kriege ich hier gleich meine Schwammwirte? Ich hoffe doch. So, alles klar. Bauen wir nämlich jetzt einen hier oben hin. Du baust dich dann bitte da oben hin. So, und wir werden auf jeden Fall mal ein paar Drohnen machen und wir werden mal Luftverteidigung setzen, wobei da brauche ich erstmal die Evolutionskammer für. Setzen wir die eben auch noch. So, das heißt, du bleibst bitte da. Ich werde Vergeltung üben. Mal auf 1. Wir ein bisschen scouten hier. Ein weiterer Hybrid wurde freigelassen. Sie müssen vernichtet werden. Okay. Gleich mal. Wo ist der? Der ist da unten. Ne, der ist hier oben. Okay, müssen wir da als nächstes hin. Ich bin der Schwarm. So, muss kurz auf meine kleinen Zwerglinge warten. Die kommen jetzt nämlich auch gleich. So, und auf jeden Fall brauchen wir ein paar Mutas. Was ist denn mein Handy am Vibrieren? Ich glaube, es hackt. So, warte mal. Gerade hier meinen Kriechertumor ausbreiten. Das können wir mal gerade machen. Dann hier auch. Ne, da geht's nicht. Gehst du mal nach da. Du bleibst mal eben da. Sprich. So, und dann bitte alle da eben hin. Warte schon eben auf meine Mutas, bis sie kommen. Und wir können nochmal. Komm, bauen wir wieder Overlords. Noch ein paar mehr. So, ihr noch dahin.
So, ja. Ihr seid Truppe 1. Wir ab geht's. Keine Grenzen. Macht eure geht's. Wir gehen jetzt erstmal den zweiten Schwarmpflaster holen. Heilen. So, damit wir nämlich jetzt hier auch direkt unseren Schwarmpflaster bauen können. Einmal. Alles klar. Ich werde Vergeltung üben. So, dann holen wir mal gerade eine Drohne hin. Ich weiß, die Königin läuft auch gerade dahin. Das ist mit Absicht so. Die soll mit Absicht dahin laufen. So, Kriechertumor ein bisschen ausbreiten. Ja. So, dann geht's nämlich weiter. So. Ich nehme mal gerade den Kalt. Dem da oben. Könnt ihr den nicht kalt machen? Es ist Zeit. Den mal kalt da. Königin soll bitte da bleiben. Eine Drohne. Du baust bitte mal eine Town quasi. So, baue ich mal weiter aus hier. Deine Königin lauscht. Sammelt euch mal gerade alle. Erstmal Heilung hier. 2,5 Minuten noch. Macht eure okay, machen wir mal kalt. Sprich. Kerrigan ist in Gefahr. Eliminiert die Briten. Tötet alle. Da kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Das sind ja zwei. Auf einmal. Heilen. Was du heute kannst besorgen. So, das heißt, wir müssen mal das Ding auf zwei gleich legen. Die Points mal hier hinsetzen dann. Deine Königin lauscht. Ich werde mal hier bitte. So, du kannst mal hier einen Kriechertumor einfach mal setzen. Schon mal. Es ist Zeit. So. Hey, bleibst bitte da. Der kann sich weiter ausbreiten. So, da unten werden wir angegriffen. Ja, nach unten. Schnell nach hier unten. So. Ich würde sagen, wir bauen einfach Zerklinge. Komm, wir bauen Zerklinge. Wir haben so viel Materialien. Baut mal hier ein bisschen was in die Richtung. So. Ich werde Vergeltung üben. Sprich. Ja, doof, dass wenn du auf F2 drückst, die Königin sofort mit einbezogen wird. Das ist halt ziemlich dumm. Müsste man irgendwie vielleicht ausschalten können. Vielleicht geht das ja sogar. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß nämlich nicht, wie das geht. Dass wenn man F2 drückt, dass die Königin nicht mit einbezogen wird. Weil das will ich eigentlich nicht. So, lauf mal nach hier hinten, bitte. So, der kann sich mal nach da ausbreiten. Oder, na, der wird jetzt zerstört. Ein Hybrid hat begonnen, dich mit psionischer Energie anzugreifen. Du so, kannst das, da Unvermeidliche oben nicht bekämpfen. Ach ja, die Mutalisken. Warte, wir gehen erstmal den Mutalisken holen. Fällt mir gerade ein. Können wir mal gerade holen gehen. Deine Königin lauscht. Macht da eben hier hin, kurz mal sammeln. Bin ich hier mal gerade eben. Wo ist denn meine Königin? Na, wo ist sie denn? Ah, sie ist da drin, okay. Mal hier eine neue Gruppe machen. Mal eben heilen. Die Eroberung geht weiter. So, und dann. Wir passen uns an. Gehen wir jetzt mal hier hin. Wir kennen keine Grenzen. Machen wir hier einfach mal gerade alles kalt. Gewagt. So. Der Brutalisk gehört mir. Es ist nice Zeit. One. Jetzt habe ich einen fetten Brutalisken, Alter. Dieser nice Planet One. Gehört mir. Geiles Viech, ey. Ist ja eh alles mir. Was du heute kannst besorgen? Gehen wir mal weiter. Ich bin der Schwarm. So, dann machen wir den Kriechertumor mal hier weiter. Hier, der geht nicht. Das heißt, wir gehen mal in die Richtung einfach. Den können wir auch nicht hin. Der soll mal einfach mal hierhin wachsen. Mache ich nämlich mal die Ebene jetzt hier eben. Sprich. So, kommt mal mit. Er greift mich an. Der da. Okay, dann machen wir den jetzt kalt, den Kollegen. Der Schwarm erobert seine Streitkräfte. So, wir machen auf jeden Fall noch ein paar Drohnen. Ja. Ich werde Vergeltung üben. So, weiter geht's. Du bist mir im Weg. Wir verzehren alles nieder.
Stimmt, der gehört noch gar nicht zu, der Kollege. Ja. Sehen wir ihn mal dazu. Der Schwarm erobert alles. Einfach mal gerade. Ich bin sehr der gut. Schwarm. So, der wartet da unten noch nicht, der Kollege. Bei den fetten Brutalisten auf meiner Seite. Voll geheilt. Kommt der Dingens da unten jetzt nicht. Mal heilen, wenn wir können. So, okay, die räumen hier unten jetzt auf. So, dann würde ich sagen, arbeiten wir mal wieder mit ein paar Zerklingen. Diese Hybriden oder die alle mal hier unten nehmen. Vernichtet sie! Ihr habt mich dazu gezwungen. Hat er den Tor kalt? Wird er das? Ah ja, den kriegen wir schon hin. Sind wir schon klein. Es ist Zeit. Jetzt meine Königin ist auch wieder auf dem Weg. Na, wo ist sie? Ist sie, da ist sie wieder. Die läuft immer mit. Es ist doof, dass sie echt zu den Einheiten gezählt wird. Gewalt. Bisschen doof gemacht. Boah, Alter. Boah, hat der meine Zerklinge fast getötet. Alter. Hat die fast alle umgenietet. Alter, der macht so einen fetten Damage, der Typ. Du bist mir im Weg. Das ist der Oberschied. Aber zum Glück werden ja meine ganzen Zerklinge wiederbelebt. Ein zerbrochenes Werkzeug. Nutzlos. So. Ignoriere sein Geschwätz. Wir haben noch mehr jede Menge Zerklinge unter unsere Kontrolle gebracht. Was ich jetzt noch mache, pass mal auf. Eine geile Idee. Weitere Hybrid-Signaturen entdeckt. Machen wir jetzt einfach mal ein paar Banelinge. Das müssen wir auf Kriecher platzieren. Ich weiß. Kommt mal hier unten hin. Mineralienfeld. Sammeln die einfach mal gerade alle hier. Das bitte wieder hier oben. So, wir können auch mal gerade eben. Muss eigentlich beim Brutschleimpool. Ist da. Ist da. Alles klar. So, wir machen mal gerade eben hier Upgrade für die ganzen Zerklinge, weil ich davon eh gerade die meisten habe. Es ist alle hier. Achtung, sammeln. Ein weiterer Hybrid greift dich an. Tut er das? Na dann. Gucken wir mal. Was bitte da oben? Der Schwarm erobert alles. Greift alles an, was ihr könnt. Was ist es diesmal? Wir werden den zweiten Brutalisten rausholen. Der Schwarm hat die Kontrolle über beide Brutalisten übernommen. Exzellent. Muss. Jetzt muss, Mann. Wir die Hybriden. So, wer ist der andere? Der ist dort. Okay, 6 Minuten, 4 Minuten habe ich da Zeit. Jetzt gehen wir hin. Kein Problem. So, hier der. War der hier nicht irgendwo ein. Ach so, ach guck mal hier, den haben die zerstört, die Säcke. Ah, okay, warte mal. Wo ist denn jetzt meine Königin? Da kannst du mir direkt mal hier ein Kriechertum einsetzen, wenn du schon mal da bist. Gehen wir da jetzt gleich nach rechts. So, und ich würde sagen, wir machen das jetzt mal einfach. Machen wir uns mal ein paar Banelinge. So. Ne, wir machen direkt auf die 2. Muss direkt. Achso, noch mehr Overlords. Das sagt einiges. Machen wir direkt mal ein paar mehr. So, oh. Nochmal 2 dann. Sprich. 2 und dann haben wir uns nochmal ein paar. Wir brauchen mehr Overlords. Hallo? Ah ja, Overlords, mein Gott. Ja, ich bin zu schnell gerade so ein bisschen. Gehen wir nach hier oben. So, ich wollte ja eigentlich noch, muss ich ja zugeben, eben noch Lufteinheiten bauen. Das habe ich jedoch nicht gemacht. Jetzt habe ich nur eine einzige. Also egal, was soll's. So, na also, jetzt aber. Zerklinge, jede Menge Zerklinge. Alle unten hin, bitte. Eine richtige Zerkling-Armee mache ich. So, dann, wenn wir die alle haben, gehen wir direkt dahin. Direkt zu diesem Hybriden. Na, kommt, die kleinen Zerklinge, kommt. Ah, Leute, versucht es lieber nicht. Versucht es lieber nicht. Macht alles kaputt. Macht einfach alles kaputt, Leute. Nur Scheiß, tötet einfach alles. Super geil mit dem Angriffsbefehl, wenn du den Angriffsbefehl auf T hast. Und einfach nur irgendwo hinklickst, dann killen hier alles unterwegs. Das ist ja ziemlich geil. Das ist hier, wenn ich das hier mache.
Na, alle hier hin. Werfen alles an, was unterwegs ist. Die Hybriden müssen vernichtet werden. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ich bin der Schwarm. Bin schon auf dem Weg. Der Schwarm erobert alles. Ach, das so schnell meine Zerklinge kalt. Der fickt meine Zerklinge sowas von hart in den Arsch. Das ist der Hammer. Und die werden jetzt sogar nicht überlebt. Ich brauch da keine Sorgen zu haben. Braucht echt keine Sorgen zu haben. Meine Brutalisten, meine zwei Großen da. Was du heute kannst besorgen. So, der Knaller ist das. So, wir müssen aber mal den Spawnpoint von den beiden Dingern mal hier vorne hinsetzen. Sprich, meine ganzen kleinen Zerklinge. Alle bitte nach hier unten kommen. So, wir machen direkt mal hier wieder Kriecher hin. So, warten wir gerade eben auf meine Zerklinge da unten. Ich würde mal sagen, komm, wir machen uns mal wieder ein paar Scheusale. Wir haben es ja gerade. Holen wir uns mal die ganzen Scheusale mal eben. Die Zerklinge sind zwar gut und schön, aber Scheusale sind auch richtig geil. So, das bauen wir aber weiter hier. Was ist eigentlich hier oben der Fall? Wollte ich auch mal machen. Mal einfach mal weiter bauen, auch wenn es mir wahrscheinlich gar nichts bringt. Unten hatten wir ja alles. Da war ja der eine Hybrid. So, dann können wir hier nochmal gerade arbeiten. Und zwar, wir können hier auch nochmal gerade dafür sorgen, dass wir hier auch die Dinge gleich haben. Einfach mal hier in die Ecke da, ist egal. So, sehr gut. Ein Hybrid greift dich mit psionischer Energie an. Aha, tut er das? Na dann. Kannst du ihren Hass spüren, Kerrigan? Naja, was heißt Hass, ne? Durch dein Bewusstsein strömt. Gewagt. Wir machen hier gerade alles platt einfach, was uns hier auf den Weg kommt. So, wir speichern das alles mal auf der 1. Alter, schon fast 100 Einheiten. Das ist fucking heftig. So, wir machen nochmal gerade jede Menge von den Dingens. Ja, Mist, hier werden wir gerade angegriffen. Geht mal gerade kurz hier hin. Nicht so viele, meine lieben Zerklinge, und arbeitet mal gerade da. Ich bin mal gerade einfach da kalt. So, da kann man nichts arbeiten, da nichts, da auch nichts, da ebenfalls nichts. Weil doch, wir könnten mal hier eben das Ding mal weitermachen. Weiterentwickeln. Ah, das kriegen die, glaube ich, noch hin. Mutation abgeschlossen. Kriegen das noch hin? Dann schon, oder? Auf jeden Fall mit gerade meine Königin. So, passt. So, holen wir uns nochmal gerade hier. Weil die gerade gestorben sind, holen wir uns nochmal neue. So, und dann haben wir hier nochmal die Dingens. Haben wir hier 3 Stück gleich von denen. Und auch 4 Stück. So, die vergraben sich. Und ihr geht mal bitte jetzt hier so hin und vergrabt euch bitte auch mal. Ach fuck, jetzt habe ich alle meine Dingens hier hingeholt. Auch aber nur 3. Du machst mal bitte das. Du machst mal bitte das. Du machst mal bitte das. Du machst bitte auch mal das hier. Das. Und das. Und dann hier noch ein. Und du kannst auch noch, gerade weil du dabei bist, dich auch noch entdingen. So, jetzt haben wir auf genügend Verteidigung aufgebaut. Jetzt dürfte uns hier nichts mehr passieren. Ich werde vergessen. Dann haben wir noch. 9. Da war einfach alles kalt. Wo ist der denn? Der ist da oben. Das muss wahrscheinlich jetzt hier lang. Wir kennen keine Grenzen. Wollen wir hier den Weg einfach mal alles töten, was wir hier so sehen. Schöner Kampf, würde ich sagen. Sieht gut aus. Haben wir euch mal gerade alle hier? Sie muss die Hybriden zerstören, bevor ihre Macht dich umbringt. Ja, ja, das ist mit der Ruhe. Ich muss schon hin. Haben wir euch mal gerade alle hier? Gewagt. Mal heilen und dann direkt auf den Hardcore-Ficker hier drauf. Was du heute alle. Alle down. Du überrascht mich, aber deine Lage ist doch immer hoffnungslos. Wenn das hier vorbei ist,
bist du an der Reihe, Narut. So. Ich habe zwei Hybrid-Signaturen aufgespürt. Sie befinden sich ganz in der Nähe. So, hier haben wir so viele Drohnen. Ganz ehrlich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich bin hier mein Schwarmcluster aus. Machen die hier ganz schön kalt. Aber ich habe ja hier meine Schwarmwirte. Ich denke, die werden das schon hinkriegen. Also habe ich ja noch meine Dinger hier. So, jetzt da noch eins. Ich habe hier genug Verteidigung. Das dürften die locker hinkriegen, mal ganz ehrlich. Weil mal ganz ehrlich, hier können wir wieder ein paar Banelinge machen, wenn wir dabei sind. Und wieder haben wir so viele Ressourcen. Narut hat zwei Hybriden gleichzeitig erweckt. Es ist soweit. Ja, kein Problem. Und das Labor gehört uns. So, ich glaube, ich baue mir nochmal gerade, weil ich das kann gerade. Nee, warte mal. Genau, wir bauen uns nochmal gerade eben. Vermutas. So, die sind ja alle hier. So, wir hatten mal gerade ganz kurz. Die Overlords sind gerade geboren worden. Ja, die brauchen noch ein bisschen. Kommt hier mal hier nach hier oben. Zwei auf einmal, das kriegen wir hin. Weißt du, wie ich das jetzt mache? Das werden alles Banelinge jetzt. Alle schön zu Banelinge bitte werden. So, und derweil kommen ja meine Mutters jetzt gleich raus. Da kommen sie nämlich schon. Hä? Nur einer? Ach du Scheiße. Ah, Mist. Na komm, bauen wir noch so viel, wie wir können. So. Alle hier bitte hin. Alle hier hin. Wir mal gerade sammeln. Voll die Armee hier. Was ist es diesmal? Deine Königin. 144, das dürfte wohl hinkriegen. Der Schwarm erobert alles. Der Schwarm erobert. Komm, egal, wir kämpfen jetzt einfach gegen die zwei Dingensviecher. Ganz schön krass aus gerade. Das sieht ganz gut aus. Gehen wir schon hin. Eine ganz große Viecher leben halt noch. Nächste. Schafft. Es ist Zeit. Kein Problem. Win. Win, Baby, win. Wir waren erfolgreich, meine Königin. Im Labor gibt es keine weiteren Signaturen von Hybriden. Schickt den Schwarm in die unteren Ebenen. Tötet alles, was sich uns in den Weg stellt. Narut hat etwas vor. Und ich werde herausfinden, was es ist. Ja, dann würde ich sagen, waren wir erfolgreich. Zerstören Sie in Hand der Dunkelheit zwei Kommandozentralen. Habe ich nicht eine zerstört? Okay. Vernichten Sie in Hand der Dunkelheit auf den Schwierigkeiten normalen Hybridenzellen, bevor den Hybriden befreit werden. Okay. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Hätte ich mal machen können. Ist egal. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und ich würde mich über einen Kommentar freuen oder über ein Like. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, tut das meinetwegen auch noch. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.